Ich lese Stiftung Warentest Medikamente im Test 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet und ich bin angekommen im Kapitel Hauthaare im Abschnitt Fußpilz. Fußpilz. Pilze finden sich auch bei gesunden Menschen auf Haut- und Schleimhäuten. Allerdings in so geringer Menge, dass man davon normalerweise nichts spürt und daran nicht erkrankt. Erst wenn der Säureschutzmantel der Haut zerstört oder die Haut durch Wasser aufgeweicht ist, können Pilze in die Haut eindringen und sich stark vermehren. Besonders häufig geschieht dies in den Zwischenräumen der Zehen, weil sich dort Feuchtigkeit sammelt. Ein feuchtes Milieu und aufgequollene Haut bieten Pilzsporen einen idealen Nährboden, auf dem sie gut auskeimen können. Wenn Pilze die Zehen-Zwischenräume mit einem feinen, federigen Geflecht durchziehen, reißt sie ein. Das ist kein guter Satz. Wenn Pilze die Zehen-Zwischenräume mit einem feinen, federigen Geflecht durchziehen, reißt sie ein und lässt sich dann leicht abschälen. Damit ist die Haut gemeint. Steht aber dann irgendwo. Die Stellen können jucken und nässen, was das Wachstum der Pilze zusätzlich fördert. Ist eine Selbstbehandlung möglich? Haben Sie nicht zum ersten Mal Fußpilz und sind Sie sich aufgrund der Symptome sicher, dass es sich um Fußpilz handelt, können Sie die entsprechenden Medikamente meist auch ohne ärztlichen Rat anwenden. Wann zum Arzt? Wenn Sie noch nie Fußpilz hatten und nicht sicher sind, ob juckende Stellen zusätzlich auf eine Fußpilzinfektion zurückzuführen sind, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Das gilt auch, wenn sich die Beschwerden nach konsequenter Anwendung der Pilzmittel gemäß den Anwendungsempfehlungen in der Regel 2 Wochen nicht gebessert haben. Was ist bei der Behandlung zu beachten? In aller Regel müssen Sie Pilzinfektionen je nach Wirkstoff und abhängig davon, ob der Fußpilz zwischen den Zehen oder an der Fußsohle sitzt, noch etwa 1 bis 2 Wochen weiter behandeln, wenn die Pilze schon verschwunden sind und die Haut verheilt ist. Wenn Sie dies nicht berücksichtigen, besteht die Gefahr, dass die Infektion immer wieder von neuem aufflackert. Wie lässt sich vorbeugen? Wenn Sie die Zehenzwischenräume trocken halten, finden Pilze schlechte Wachstumsbedingungen vor. Trocknen Sie die Füße nach dem Waschen daher immer sorgfältig ab. An juckenden Pilzherden sollten Sie nicht kratzen. Unter den Fingernägeln verschleppen Sie die Pilzsporen sonst auf andere Hautbereiche. Schuhe und Strümpfe sollten aus atmungsaktiven Materialien bestehen, damit die Feuchtigkeit nach außen abgegeben werden kann. Wechseln Sie Socken und Strümpfe täglich und waschen Sie diese bei 60 Grad Celsius, um daran haftende Pilze abzutöten. Wenn Sie Schuhe aus synthetischen Materialien tragen, sollten Sie diese nach dem Tragen gründlich lüften und die Strümpfe wechseln. In Schwimmbad, Sauna, Fitnesscenter und Hotelzimmer sollten Sie nicht barfuß gehen, weil dabei mit Pilzsporen behaftete Hautschuppen anderen Menschen an ihren Füßen hängen bleiben. Sodass sie sich infizieren können, benutzen Sie Badesport- und Hausschuhe. Die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe kommt als nächstes und damit schließe ich den ersten Abschnitt zum Thema Fußpilz. Wie gesagt, es geht weiter mit Medikamenten. Tschüss.